Willkommen zum Pokémon-Turnier im Pokémon Cup Meisterball. Welcher Trainer wird neuer Pokémon-Meister? Psychokinese. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. In der ersten Runde auf die Bretter. Der Kampf beginnt actiongeladen. So. Ringfrei für Macho Mike. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Ein harter Treffer. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Unglaublich, mit einem Schlag besiegt. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Rasa. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. So sieht es aus. Genau auf die Schwachstelle. Und die Dampframme schlägt. Wow, der Kampf ist vorbei! Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Ringfrei für Nidoking. Donnerwelle ein. Die Attacke ist fehlgeschlagen. Beide sind sehr vorsichtig. Was ist das? Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Erdbeben. Das hat gebrettert! Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Welches Pokémon wird nun kämpfen? Ringfrei für Tangela! Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Oh! Ein Pokémon-Wechsel steht an. Eine Wolke Stachelsporen. Oh, es ist paralysiert. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Es verbessert seine Spezialattacke. Es ist vollständig paralysiert. Ein sehr rasanter Kampf. Es konzentriert sich voll auf seinen Status. Flammenwurf. Perfekter Treffer. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Es verbessert noch immer seinen Status. Ein harter Treffer. Wow, volle Kanne auf die 12.
Oh, ist das Ende! Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Ringfrei für Zapdos! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Das hat gesetzt! Was nun? Roms! Sie schenken sich wirklich nichts! Der Trainer wechselt das Pokémon! Was passiert jetzt? Leider daneben! Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? So sieht es aus! Eine sehr effektive Attacke! Es steigt in den Himmel empor! Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit! Es erzeugt einen Delegator! Was geht ab? Der Delegator hat den Angriff abgewendet. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Vorsicht, Steinhagel! Und eine volle Breitseite! Wow, auf die Bretter! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Stellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Los geht's! Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein harter Treffer! Nein, das sieht gar nicht gut aus. Konter! Leider daneben. Sie schenken sich wirklich nichts! Das Pokémon kehrt in seinen Pokéball zurück! Ringfrei für Magma! Was nun? Ein schwacher Treffer! Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Was ist das? Ein Spitzentreffer! Das ist die Vergeltung! Sie verfehlt! Die Erde bebt bei diesem Wettkampf! Ein Donnerschlag! Ja, ein Treffer! Wow, auf die Bretter! Wir warten auf das nächste Pokémon. Ringfrei für Gengar. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Ein kraftvoller Angriff. Eine Spezialattacke ist am Boden. Hypnose. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei für Gengar. Was passiert jetzt?
Die Attacke war nicht sehr effektiv. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Ein Eis! Ach, schwerer Treffer! Oh, ist das Ende! Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Die Reservebank ist leer! Es wurde verbrannt! Wird es durchhalten? Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Frisch gekillt! Donnerblitz! Ja, ein Treffer! Und das war's! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. Ein harter Treffer. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Erdbeben. Nein, das sieht gar nicht gut aus. In der ersten Runde auf die Bretter! Welch furioser Blitzstart! So! Ringfrei für Sami! Es muss jetzt einiges wettmachen! Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an! Erfrischend Eisstrahl! Ja, ein Treffer! Oh, ist das Ende! Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ringfrei für Gyarados! Beide Seiten haben 2 Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nicht! Frisch gekillt! Donnerblitz! Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Rumpf, die Dampframme schlägt. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für den Doktor. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Psychokinese. Sehr effektive Attacke. Was nun? Leider daneben. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Wie kommt denn das? Verheeren! Wow, auf die Bretter! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Die zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die 5. Runde. Sie begegnen sich in Kampfposition. Es steigt in den Himmel empor. Ein kraftvoller Angriff. Leider daneben.
beide sind sehr vorsichtig. Sie halten sich mit Drohgebärden an. So sieht es aus! Dampfhammer! Was nun? Eine Spezialattacke ist am Boden! Beide Pokémon wurden schwer getroffen. So. Das ist Superschall. Es ist verwirrt. Hoppla, es greift sich selbst an. Sie schenken sich wirklich nichts. Es steigt in den Himmel empor. Oh, es ist verwirrt. Ein sehr rasanter Kampf. Es beginnt den Luftangriff. Rums! Wow, auf die Bretter! Wir warten auf das nächste Pokémon. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Sami! Es muss jetzt einiges wettmachen! Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an! Den Surfer zum Gruß! Genau auf die Schwachstelle! Es ist am Boden! Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ringfrei für Lapras! Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nichts. Was passiert jetzt? Nein, das sieht gar nicht gut aus. Das war ein Konfusstrahl. Es ist verwirrt. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei für Gengar. Hier ist der Angriff. Ein guter Treffer. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Was nun? Und eine volle Breitseite. Oh, ist das Ende? Nur noch ein Pokémon ist übrig. So. Ringfrei für Gengar. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Ein kraftvoller Angriff. Perfekter Treffer. Was geht ab? Es ist verwirrt. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Oh oh, es ist verwirrt. Was ist das? Ja, ein Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. Der entsetzliche Nachtnebel. Ein guter Treffer. Wow, auf die Bretter. Beide Trainer schicken ihr letztes Pokémon in die Arena. Die Reservebank ist leer. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es alles oder nichts. Psychokinese. Genau auf die Schwachstelle. Es ist am Boden. Das war's. Der Kampf ist vorbei.
öffnet sich langsam. Wir sind in der sechsten Runde. Die erste Attacke. Mitten ins Schwarze. Wie wird der Trainer reagieren? Ja, ein Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. Den Surfer zum Gruß. Ja, ein Treffer. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ringfrei für Tauros! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Was nun? Das hat gesetzt! Hier ist der Angriff! Beinhart! Ein Kräftemessen der Superlative! Psychokinese! Kraftvolle Attacke! Wow, auf die Bretter! Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Ringfrei für Alcani. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. So sieht es aus. Perfekter Treffer. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Finale. Die Spannung ist unerträglich. Niemand möchte jetzt noch verlieren. So. Ah! Das war ein Wunderpunkt. Wie wird die Gegenseite reagieren? Spezialattacke ist am Boden. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Erfrischend Eisstrahl. Rums. Oh, ist das das Ende? Wir warten auf das nächste Pokémon. Ringfrei für Sami. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Noch ist nichts entschieden. Sie begeben sich in Kampfposition. Oh, ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei für Alcani. Was ist das? Ja, ein Treffer! Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Den Surfer zum Gruß. Nein, das sieht gar nicht gut aus.
auf die Bretter! Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ein Pokémon wechselt den an. Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nichts. Hier ist der Angriff. Von Volltreffer. Rum, die Dampframme schlägt. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Ringfrei für Frank. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Wow! Eine sehr effektive Attacke. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Soweit das Finale! In Kürze dürfen wir einen glorreichen neuen Champion feiern! Mit Drohgebärden an. Ringfrei für Marco! Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. So sieht es aus! Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Unglaublich, mit einem Schlag besiegt! Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Für Lavados. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ah! Perfekter Treffer! Es steigt in den Himmel empor. Ein sehr rasanter Kampf. Psychokinese! Leider daneben. Was passiert jetzt? Mitten ins Schwarze! Ein wahres Spannungsfeuerwerk! Erfrischt Eisstrahl! Das war äußerst effektiv! Oh, ist das Ende!